So, willkommen zurück zu Folge 3 von Let's Play RimWorld. Monkey ist noch am Pennen. Wird Zeit, dass wir ihn aus seinem Schlaf holen. Und Felsmeer, Kiyo stehen hier immer noch. Beide, die mit uns handeln wollten. Silber haben wir hier noch. Schau einer an. Und wir müssen direkt demnächst mal ein wenig für unsere Sicherheit sorgen. Wir brauchen mal Holz, okay. Stolperfalle. Stahl, warum brauchen wir denn für Sandsäcke Stahl? Was ist denn hier kaputt? Böden. Raumschiffe. Herd, wir brauchen tatsächlich mal ein Herd, Trichter, Strom, diverses, ein Grab, Hochzeitsplatz, Partyplatz. Die Bisse wollt ihr nur verlassen, die Kolonie. Ja, verpisst euch, Jungs, hab euch so viel nicht gemacht. Lagerfeuer, ach, da haben wir das Lagerfeuer. Hallo, Schlafmütze. Wie lange brauchen die denn? Gewachsen 6,5%. Das ist eine Marmorwand, das brauchen wir nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Achso, er macht da immer noch. Prioritäten müssen wir mal setzen. Jagen, Feldarbeit 3, Waldarbeit lassen wir auf 1 schmieden. Handwerk 1. Forschen, reinigen, Handwerk, Waldarbeit, Bergbau 1. Ernte fehlgeschlagen. Na toll, du Sackgesicht. Wir brauchen halt was zu essen. Wenn nicht anders, müssen wir uns hier mal so ein Elch schießen. Was macht er jetzt? Reißt Raumschiffträger ab. Mal gucken, was wir da rausbekommen. Bauteile. Stahl, da haben wir doch Stahl. Hier, ernten. Er ist aber auch ein Trottel, oder? Wie hat er denn überhaupt bei Bergbau ist er eigentlich ziemlich gut, aber sowas Landwirtschaft nicht so gut. Oh, er hat aber was zu essen rausbekommen. Yay! Aber, ach nee, Moment. Feuerwehr, Patient, Pflege, Bettruhe, Schalten. Oh oh.
Verrücktes Tier. Ein Eichhörnchen ist verrückt geworden. Das Tier wird jeden in Sichtweite angreifen. Ach du Scheiße. Wo ist denn das Eichhörnchen? Wo ist denn das verrückte Eichhörnchen? Ich sehe hier kein verrücktes Eichhörnchen. Ist das, das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Erstmal weiter. Oh shit, da ist es. Los, besiege es! Jagen! Muss ich erstmal ausruhen. Hoffentlich ist das blöde Vieh gleich tot. Der ist im Schockzustand. Blutverlust, leicht, Prellung. Abgeschlagen, Schwanz. Linkes Bein, Kratzer. War dort vordere Pfote, Kratzer, vordere Pfote, Oberkörper. Das blöde Vieh schockt durch Schmerzen, vegetiert da bewusstlos. Schmerzen extrem, abgeschlagen. Hinteres linkes Bein abgeschlagen, Schwanz abgeschlagen. Na Gott sei Dank, es ist nicht unser Schwanz, der abgeschlagen wurde. Wie lange braucht er denn hier noch? Er braucht Nahrung, aber wir haben ja einiges an Nahrung. Da hinten liegt ja auch noch was rum. Fühle mich nicht gut, leichte Schmerzen, sehr hungrig. Weiter geht's, Monkey, aufstehen! Nahrungsmangel. Okay, das Eichhörnchen ist leider tot. Das heißt leider, Gott sei Dank ist es tot. Hier. Sammel mal hier alles ein, bitte. Was ist denn, wegtragen, Pflege, Bettruhe, schalten? Was ist denn schalten? Aha, aufsehen. Jagen, bauen. Soll er das erstmal machen?
Kann ich nicht eigentlich auch Medizin oder so machen? Heilwurzeln. Da haben wir sie. Da muss ich das auch noch anlegen. Zone Gebiet. Anbauzone. Da braucht er ja mehr Anbauzonen. Ah, shit. Okay, dann müssen wir warten, bis wir das haben. Wanderer bleibt. Monkey ist der Meinung, dass ihr diese Gemeinschaft einen Namen geben sollt. Wie soll sie heißen? Wie nennen wir unsere Gemeinschaft? Die Sterne Zukunft. Nee, die. Wir nennen sie die Evil Monkeys. Wer sich noch erinnert, das war ja eigentlich unsere Teamliga. Name, ich hab, was habe ich denn da geschrieben? Evil meine ich natürlich, Evil Monkeys. Und wie soll er heißen? Da, also, außer es wird er die Warte bleiben, schickt Monkey vor, auch dem Ort einen Namen zu geben. Ja, Hingabe ist Ozean. Oder Sternenzuflucht. Denn es ist die Sternenebene. Ach, Tintenfisch. Wir haben jemanden, der Tintenfisch heißt. Wo ist denn Tintenfisch? Da ist Tintenfisch. Was kann denn Tintenfisch? Tintenfisch ist ein Scavenger. Tintenfisch Aha. Ruinen und Wracks durchforstet nach Schätzen und dadurch halt oft in Gefahrensituationen gestolpert. Scout als Erwachsener, also als Scavenger als Kind. Ist das eigentlich Tintenfisch Marulo, Dorfbewohner weiblich, 42, ist ja eine alte Kuh. Was sollen wir denn mit der anfangen? Aha, alte Technologie beherrscht sie gut. Verweigert einfache Arbeit. Abstinenzler. Oh oh, sie mag Drogen nicht. Naja. Prothesen begeistert. Gute Fernkämpferin. Dann soll sie sich mal als erstes einen Bogen nehmen aus dem Lager. Und ihre Prioritäten setzen wir mal gleich. Was kann sie gut? Tintenfisch kann Bergbau sehr gut und Forschung. Dann geben wir ihr mal Bergbau auf jeden Fall 1. Und Forschung 1.
Oh, wir brauchen noch ein zweites Bett, fällt mir gerade auf. Strukturen. Möbel. Holzbett. Was macht Tintenfisch? Geht etwas spazieren. Wie gut ist Tintenfisch eigentlich? Landwirtschaft ist hier nicht so gut. Medizin. Das ist Tintenfischs Bett. Nein, hallo. Was macht sie jetzt? Geht etwas spazieren. Wie gut ist sie denn beim Bauen? Die gute Tintenfisch-Lady. Konstruktion nicht so gut. Ich glaube, da ist Monkey besser, oder? Ja. Ach, der nimmt das jetzt alles mit. Holt auch mal Zeit. Reißt Raumschiffträger ab. Ja, ja, mach mal halt hier. Das ist doch Stahl, oder? Dann können wir uns doch jetzt theoretisch hier mal ein paar Sandsäcke bauen. Tintenfisch muss noch draußen arbeiten. Ja, mach mal hier. Wir haben hier genug Stahl überall rumliegen. Wenig Nahrung. Ja, da müssen wir tatsächlich mal schauen. Oh, wir haben tatsächlich sehr, sehr wenig Nahrung. Wann sind die denn hier reif? Das dauert ja noch Ewigkeiten. Kommen die da jetzt eigentlich noch durch die Sandsäcke oder? Also sie geht jetzt auch pennen. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich auch wieder einen Cut. Wir haben eine neue Mitglied in unserer Gemeinschaft, und zwar Tintenfisch, eine 42-jährige Dame, die ein Dorfbewohner namens Tintenfisch ist angekommen und tritt der Kolonie bei. Sie ist ein Scout. Genau, die ist uns beigetreten von einem anderen Dorf, von einer weit entfernten Zivilisation. Und jetzt sind wir hier. Oh, das können wir ernten. Denn nichts schmeckt besser als Himbeeren, haben wir gemerkt. Hier alles ernten. Ist sie da nicht so gut, oder?
Landwirtschaft 4, Landwirtschaft 3. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschö!